So, hallo liebe North-Fans, wir sitzen hier Backstage mit den einzig wahren Stallion. Wie geht's euch Jungs? Ja, läuft soweit. Völlig im Arsch vom Kick, aber Kick auch geil. Ziemlich heiß heute, ja. Aber ja, cooles Festival, aber trotzdem, ja. Ihr hattet ja jetzt einen Slot früher als eigentlich gedacht, ne, weil ihr mit Knife getauscht habt. Wie war es denn heute trotzdem, trotz der Hitze, trotz des frühen Slots, auf dem North zu spielen? Ja, also die Energie war voll da. Also es war ganz geil, weil eigentlich schon ultra viel los war. Ne? Das täuscht dann sogar, weil dann noch mehr Leute sich im Schatten dann so ein bisschen aufhalten. Aber also für mich war die Energie voll da und das ist eigentlich alles, was, also ob das dann um 8 Uhr ist oder um, ist scheißegal. Okay. Ja. Ich fand, für uns war es heute mal wieder ein bisschen was anderes. War eigentlich mal wieder ein bisschen Abwechslung, mal so früh wieder zu spielen. Und hat auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Und, ja. Okay. Ja, einen herzlichen Dank an der Stelle auch nochmal an Knife. Es ist einfach bis vor 2 Wochen niemand aufgefallen, dass wir hatten einen anderen Tag bestätigt, als wir dann auf dem Line-Up aufgetaucht sind. Ja, ja. Und das fällt manchmal eben nicht auf und diesmal war das so. Okay. ihr habt ja auch als letzte Veröffentlichung ja was in The Splitter veröffentlicht mit Ambush. Könnt ihr mal ganz kurz drüber erklären oder erzählen, wie es dazu kam? Da weißt du wahrscheinlich am meisten. Ja, also das Festival, über das dieses Split erschienen ist, die gibt es jetzt seit 4 Jahren und wir sind eigentlich auch seit 5 Jahren waren wir schon gebucht, auf diesem Festival zu spielen. Da kam Corona mehrfach, erst mit Lockdowns, dann hatten wir selber Corona, dann lag unser Schlagzeuger mit einem geplatzten Blinddarm im Krankenhaus. Da kam viel zusammen. Und bis wir dann dieses Jahr endlich spielen konnten, hatten die eine Reihe an 7 Inches aufgelegt, bei der wir zusammen mit Ambush den ersten Part oder den ersten Release übernehmen durften. Und denen war das wichtig, Aufnahmen zu verwenden, die es so in der Form noch nicht aufs Band geschafft haben. Und dann haben wir denen quasi eine Demo-Version gegeben von Canadian Steel, der so in der Form, auf der 7 Inch das erste Mal rausgekommen ist, und Ambush auch langjährige Weggefährten von uns, von daher war das auch eine gute Mischung. Ja, da gibt es eine interessante Story dazu, wo wir das erste Mal unsere erste Scheibe aufgenommen haben, als Patrick Engel damals da war. Das war exakt dieselbe Zeit, wo Ambush ihre erste Scheibe aufgenommen haben. Also das ist ganz witzig, weil wir denen quasi seit Anfang an irgendwie so parallel unterwegs sind. Und ja, wir treffen die auch regelmäßig. Engel hat uns damals sogar noch einen Remix von der ersten Ambush eben gezeigt, als wir Soundcheck gemacht haben für unser Album. Und war eigentlich ganz cool. Ja. Okay. Von daher passt das ja total gut, finde ich. Okay. Ja. Und ja, das ist ja eure letztes Album erschienen, das ist jetzt auch schon, ich glaube, 2 Jahre her oder so. Oh. Oder 3, ja, ne? Dass man, können die Fans oder wir Fans da auch in Zukunft neues Material erwarten? Seid ihr gerade im Studio? Schreibt ihr Musik gerade oder? Genau, wir sind im Studio mehr oder weniger. Also es ist bei uns immer so ein bisschen aufgeteilt über einen längeren Zeitraum, ja, weil wir halt jetzt inzwischen auch ein bisschen verteilt wohnen. Und ja, also wir sind aktuell dabei, was Neues aufzunehmen. Ja. Okay. Ja. Könnt ihr schon mal ein bisschen anteasern, was die Fans erwartet? Also ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen eine Weiterentwicklung von Slaves of Time. Ein paar Parts, was wir schon angedeutet haben auf dem jetzt aktuellen Album, wird ein bisschen weiterentwickelt, es kommt ein bisschen was dazu. Ja. Ja, also wir gehen eigentlich unseren Weg nur weiter, würde ich mal behaupten. Also eine Weiterentwicklung einfach. Ja. Ja. Auch vorne auf der Bühne, und ich möchte jetzt nicht irgendwie einen krassen Politikdiskurs irgendwie abdriften, aber ihr habt ja Kill Fascist 2-mal gespielt, war ziemlich, ziemlich geil. Und ja, wie seht ihr gerade so diese Entwicklung, weil ihr es leider immer wieder spielen müsst und das auch ansagen müsst und so weiter? Ja. Gehört in der Szene. Gehört inzwischen fest zu unserem, zu unserer Setlist, seit eigentlich From the Dead, da war der drauf. Und ja, das war die Zeit, wo das angefangen hat, wo auch klar wurde, ja, du musst jetzt eigentlich auch einen Standpunkt beziehen, ja? Weil, ja, du musst den Mund einfach aufmachen, wirst du vielleicht auch vereinnahmt oder keine Ahnung, du musst einfach einen Standpunkt beziehen. Und seitdem machen wir das konsequent und kriegen dann im Prinzip auch gutes Feedback. Klar, du kriegst natürlich auch schlechtes Feedback, aber das ist ja dann auch gut. Ne? Da weißt du ja auch, wo du dran bist und dann, also für uns gehört es einfach dazu inzwischen. Okay. Genau, um das Feedback geht es ja eigentlich auch überhaupt nicht, sondern uns ist es wichtig, als Metalband, was eine Musikrichtung ist, in der sich vielfältige Musik tummelt aus sämtlichen Richtungen,
Und da ist es uns halt wichtig, einfach einen festen Standpunkt zu vertreten und den auch explizit nach außen zu tragen. Genau, von Anfang an klar zu machen, wo wir stehen. Und dann wird es nie Diskussionen geben. Ja, ne? Ja. Und hier das North, ihr seid jetzt zum ersten Mal hier, ist ja ein relativ kleines Festival. 4.500, 5.000 Leute kommen hierher. Und was bevorzugt ihr zu spielen? Ist es dann eher kleine Clubshows, wo es richtig abgeht, oder kleinere Festivals oder auch mal auf einem Wacken oder Summer Breeze spielen, wo halt mal sich 60.000 Leute tummeln? Also ich finde es gar nicht so klein. Ne? Also 5.000 Leute ist schon eine Ansage. Und es ist auch ein super organisiertes Festival. Auch die Line-Up sonst waren ja alle richtig geil. Ja, ist schön durchmischt. Das ist eigentlich voll nach unserem Geschmack so. Und ich habe eigentlich auch keine Favorites, so kleine, große Festivals. Wir spielen auch gern auf Festivals, wo das Line-Up ziemlich divers ist. Und da passen wir, glaube ich, eigentlich auch so ziemlich gut rein. Ja. Und also ich spiele immer gern, also die Größe an Festivals ist meiner Meinung nach eigentlich perfekt, weil man hat eigentlich professionelles Equipment und alles so. Der Sound ist geil und ja, man ist hier auch willkommen und ja, macht Spaß. Die Leute sind bei den ersten Bands da. Sind immer noch herzlich für ein Festival. Ja. Bei großen Festivals ist es halt oft so, dass man da halt einfach durchgedrückt wird. Ja. Und hier ist man halt einfach sehr willkommen, man wird sehr gut aufgenommen, sehr gut behandelt. Ja. Obwohl ich auch bei den großen Festivals jetzt echt nichts sagen kann. Ne? Wir haben Bang Your Head und Summer Breeze ja auch schon mal gespielt. Und gerade Summer Breeze hat mich da echt positiv überrascht. Ja. Ja. Wir hatten irgendwie AAA-Access, ich glaube sogar die ganzen drei Tage als super kleine Band. Ja. Also das war auch eine sehr positive Erfahrung. Also von daher kann ich überhaupt nicht sagen, groß, klein ist besser. Ach, wir spielen einfach überall gern. Okay, Hauptsache spielen. Hauptsache spielen. Und großer Pluspunkt, wir haben ein Schwimmbad. Oh ja, das interessiert mich auch brennend tatsächlich. Ja. Und die Größe ist sowieso eher zweitrangig. Hauptsache die Stimmung ist gut und der Support ist gut und was ihr hier auf die Beine stellt, das ist schon amtlich. Also wir fühlen uns sehr herzlich willkommen. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank. Alles klar. Dann war's das schon. Leute, das sind Stallion. Kill it. Vielen Dank.